Ja, hallo liebe Hofheimerinnen und Hofheimer, liebe Freunde im Internet, herzlich willkommen zum heutigen Freitagsblick. Ich stehe heute hier auf dem Rathausdach und ihr wisst, was das ist. Das sind Photovoltaik und die Stadtverordnetenversammlung hat beschlossen und wir als Verwaltung, als Rathaus haben es umgesetzt. Ab 1. August, also ab nächster Woche, ist es möglich, dass es auch bei uns hier ein Förderprogramm gibt. Für wen? Für alle Hofheimer Haushalte. Wenn man sich ein Balkonmodul kaufen will, dann wird das gefördert von uns als Stadt mit 100 Euro pro Haushalt. Der Förderzeitraum ist 1. August bis 31.12. Das ist eine gute Nachricht und ja, macht davon Gebrauch. Es ist aber allerdings begrenzt. Wir haben hier 1000 Balkonmodule, die wir bis Ende des Jahres damit fördern wollen. Übrigens, der Main-Taunus-Kreis hat ein gleiches Programm und der hat in dieser Woche, in der zurückliegenden Woche, vermeldet, dass sein Förderprogramm erschöpft ist. Also liebe Hofheimerinnen und Hofheimer, jetzt habt ihr die Chance, unser Förderprogramm teilzunehmen. Anderes Thema. In der vergangenen Woche war die Abschlussveranstaltung von Jugend entscheidet, dem Partizipationsprogramm für Jugendliche, um Demokratie zu erlernen, aber auch Demokratie auf der untersten Ebene, auf der Kommune, auf der kommunalen Seite zu erlernen. Und das war eine schöne Veranstaltung. Ich danke auch an dieser Stelle der Hertie-Stiftung für die Begleitung, für die Unterstützung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir im nächsten Jahr dann auch selbst für Jugendliche einen Jugendkongress, ein Jugendforum etablieren werden. Aber das verknüpft sich schön mit den Ferienspielen. Die Ferienspiele haben ja auch in dieser Woche begonnen. Da danke ich dem Team rund um Herrn Schick aus dem Sozial- und Jugendamt bei uns im Haus. Da ist wieder die Kinderstadt. Dort erlernen Kinder, wir haben immerhin 300 Teilnehmer der Ferienspiele, wie eigentlich eine Stadt funktioniert, wie Steuern erheben werden, wie die Banken funktionieren, wie Preise entstehen von Sachen, die man in einem Kaufhaus herstellen kann. Und ich habe die Kinderstadt besucht, ich habe nur fröhliche Gesichter gefunden, ich habe sogar was geschenkt bekommen, ein Bürgermeisterflieger. Das hat mich sehr gefreut und die Kinderstadt, die produziert sogar eine eigene Zeitung. Die haben auch sich einen eigenen Bürgermeister, eine Bürgermeisterin und Stadträte gewählt und das ist auch eine ganz tolle Form, zu erlernen, was unsere Gesellschaft, unsere Gemeinschaft so besonders macht, der Zusammenhalt, aber auch die Wechselbeziehung. Und da einen herzlichen Dank, vor allem aber auch an die 300 Kinder, die daran teilnehmen. Letzte Woche hatten wir das letzte Mal den Feierabendmarkt, allerdings vor den Sommerferien. Wir werden weitermachen und das freut mich sehr. Das ist auch ein Ergebnis gewesen der Marktbeschicker, die gesagt haben, wir wollen weitermachen. Und wir fangen am 31. August wieder an, das ist die letzte Woche in den Ferien. Und wir werden dann im September noch eine Fortsetzung haben, also Season 2 des Feierabendmarktes. Und freut euch und kommt wieder so zahlreich. Das ist ein toller Erfolg. Zahlreich sind in dieser Woche auch viele gekommen, die sich für Sterne, für Planeten interessieren. Die Bundesforschungsministerin Frau Stark-Watzinger war sogar auch da. Ein Planetarium wurde aufgebaut auf dem Kellereiplatz. Das sehen wir als Teil des Kreisstadtsommers, speziell für Jugendliche und für Kinder. Und ich danke da auch an der Stelle dem Verein Sternwarte Hofheim rund um ihren Vorsitzenden Andreas Klug. Die hatten die Idee, wir haben mitgeholfen und jeder konnte sich einen Einblick verschaffen über die Sternenwelt und über unser Universum. Sofort war alles ausgebucht. Das zeigt, was für ein Interesse bestand. Und ich freue mich. Vielleicht werden wir es im nächsten Jahr eine Neuauflage haben. Noch ein Punkt, der mich zufriedenstellt, das ist die Tatsache, am letzten Wochenende wurde die Trauerhalle am Friedhof nach langer Bauzeit wieder eröffnet. Sie wurde eingesegnet von Pfarrer Groß und Pfarrerin Schellenberg. Und da danke ich an dieser Stelle den beiden. Und ich danke auch allen, die mitgewirkt haben, dass unsere Trauerhalle jetzt in so neuem Glanz erstrahlt. Und das ist eine gute Nachricht. Jetzt wünsche ich euch allen ein erstes schönes Ferienwochenende in nah und fern. Habt's gut, bleibt gesund. Ich wünsche euch was.